Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Tech Company Projekt. Hier mit uns dreien mal wieder mit dem Flintstone. Guten Tag. Ausnahmsweise mal wollte ich dich nicht verniedlichen. Danke. Und der ist heute ganz Stone, musst du aufpassen. Hallo, ja. Und dem Solens. Hi. Ja, also. Ich glaube, eine große Rauchentwicklung habe ich gehört. Eine was? Große Rauchentwicklung. Und wegen Stone und so. Also. Ach, hast du wieder das Handfeld verbrannt? So, also, Flinny, du weißt so. Zu 1000% natürlich noch, was du machen solltest, oder? Ja, ja, gut. Ich weiß sogar wirklich noch, was war mit, dem Energiespeicher da hinten, ne? Genau. Dann kannst du mal mehr erklären. Also, hier hinten. War es überhaupt die Kuppel? Doch, war sie. Also. Die, Ich baue ja wirklich eine Wegweise ein. Die Energy Bridges waren ja nun ein bisschen langsam, wenn die ausgelastet sind. Also sprich, wenn die Maschinen laufen, deshalb wollte ich die Energy Bridges ein Stückchen runtersetzen und dann noch mit MFSUs, mit mehreren Energiespeicher hinbauen, die dann praktisch als Puffer arbeiten, damit die Geräte nicht direkt schon keine Energie mehr haben und noch versorgt sind. Ah, stimmt so ungefähr. Was stimmt denn daran nicht? Also Kurzfassung, einfach nur, wenn beide Maschinen laufen, kommt zu wenig Strom an, deswegen will er die Zwischenspeicher reinsetzen, dass wir immer 8192 EU pro Tick haben. Punkt. Nein, ich wollte auch schon die Dinger da reinsetzen. Dann nehmen 8. Abgemacht. Aber 8 für beide Kabel, bitte. Also insgesamt 8, also 4 für jedes Kabel. Danke. Darf ich dann einen zentral, beziehungsweise die Dinger zentral setzen, dass die beide alle MFSUs aufladen? So. Ah. Was? Ja. Was hast du? Die so an. Ja? Gott. Ich weiß gerade nicht, was du meinst, deswegen frage ich dich. Die Dinger so anschließen, dass die, dass beide Energy Bridges die MFSUs aufladen. Kannst du meinetwegen machen, musst halt nur gucken, irgendwie unten einen neuen Raum oder so drunter setzen. Ja, dann schau das dann hier vorne. Ja, aber auf jeden Fall so, dass es halt immer 8192 oder mehr, Dingsens sind. EU pro Tick. So, und dann kannst du auch gleich hier oben beim Craften das ein bisschen anpassen. Dass halt immer 64 Stück reingeschmissen werden und 64 Stück rauskommen. Mal schauen. Ja, das schaffst du schon. So. Und Multi, willst du erklären, was wir vorhaben? Nein. Das machst oder... du. Ja, kommst du denn mit runter? Hilfst du mir da wenigstens? Warte. Flöp, flöp. So. Winter. Auf jeden Fall, wir haben uns überlegt, wir wollen einmal ausprobieren, dass wir Storage-Busse so gesehen simulieren. Wie das genau aussehen wird, werden wir gleich zeigen. Aber auf jeden Fall. Irgendwie ist das gerade ganz schön laut. Oh, ich habe das Fenster noch auf. Okay, muss ich gleich zumachen. Ja, also wir wollen die Storage-Busse simulieren, dass wir ein bisschen was aus dem ME-System rauskriegen. Da, wenn man guckt, wir haben ein bisschen sehr viel Kohle und so eine Scherze. Und ja, ich mach mal schnell das Fenster zu. Dann müde er sich. Auch die random platzierten Fackeln an der Wand stimmen sogar mal. Ja, ich habe mich gemutet. Nein, unvorbereitet ist es eigentlich eher weniger. Das ist einfach nur... Ich habe es vergessen, dass das Fenster auf war. Ja. So, ach, wir brauchen noch Level im Mitte. Die habe ich vergessen. Und der Server, der leckt mittlerweile ein ganz bisschen dementsprechend. Naja. So, können wir Level im Mitte eigentlich craften? Nö. Naja, egal. 64 müssen reichen. Ach, da ist ein Fehler dran, der Götze. So. MFS. So. Das heißt, wollen wir unten Import oder Export ransetzen? Wir hatten 13, 12, 5 müssen übrig bleiben. Fragezeichen. Import. Okay. Weil von der Gravitation her fallen alle Sachen nach unten. Ah, gut, wenn du es so siehst, dann brauche ich einmal meine Wrench. Das sieht nicht nur eher so, dass von der Gravitation her alle Sachen nach unten fallen. Was? Du fällst mir in den Rücken? Ja.
Eiskalt. Warte dir. Kannst du nur. Kannst du die alle nach oben drehen? Und halt auf Stacken Mode. Stacken Mode plus only Redstone active. Noch Stein. Gott. So. Der Server lebt überhaupt nicht. So. Ja, wir spannen jetzt erstmal ein wenig Serverleistung ein. Ich habe eine Wasserquelle weggemacht. Krass, ne? Ja. Na? Oh, sorry. Was hast du denn gemacht? So. So, eventuell ist es ein bisschen dicht dran, oder? Ach egal, das passt schon so. So, weil jetzt müssen hier nämlich noch Level-Emitter ran, ohne dass ein Kreislauf entsteht. Viel Spaß. Ja, da habe ich mir schon Gedanken zu gemacht, deswegen habe ich ja auch versetzt das jetzt hier aufgestellt. So, und ja, also wir wollen das jetzt mehr oder weniger einfach nur einmal im Testen. Und wenn es wirklich klappen sollte, werden wir es machen, ansonsten nicht. So einfach ist es. Irgendwie, der Server, der leckt ganz schön gerade. So, habe ich hier irgendwo einen Kreislauf drin? Ja. Aber das geht, glaube ich, nicht anders, oder? Könnte man die Glasfaserkabel verkleiden mit Fassaden? Glaube ich nicht. Da. Na, haben wir nicht verkleidet, das heißt, scheinbar ging es auch nicht. So, jetzt die große Frage, wie wir die beiden Sachen jetzt hier verbinden. Hast du eine Idee, Multi? Natürlich platztechnisch die auch nach hinten setzen. Theoretisch ja, und dann hast du erstmal keinen Kreislauf dran. Ne? Ja, aber die sind so auch noch nicht verbunden. Also jetzt ziehst du hier einfach eine Uhr hinten drum rum. Kannst du einfach an der anderen Seite verbinden oder verbindest du unten rum und durch Boden durch. Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt. Kommt hier. Kratzt irgendwie Flinny bei dir auch heute? Zack. Er hat wieder sein wunderbares Rauschen dran. Ah, okay. Kann nicht sein. Auch kann sein. Kann nicht sein. Mir hört sich einfach nichts anders an. Deswegen. Chef. So, dann einmal. Die vier. So, und drehst du die wieder hin? Ach ne, hier müssen jetzt Exportbusse. Ich bin echt gespannt, ob das vernünftig klappt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wird das ganze Ding noch mehr zum Laggen bringen. Weil das sind ja nicht unbedingt nur zwei Kabel, die wir hier platzieren. Stehst du mal auf? So. Und jetzt Level-Emitter. Ich bin gerade am Überlegen, ob das nicht alternativ sinnvoller wäre, wenn wir die so drüber setzen würden. Aber ich glaube, dann würden wir noch eher Kreisläufe bilden, oder? Ich muss sagen, die verbunden bekommen. Das wird die schwierige Sache werden. Wisst ihr was? Wir probieren mal ganz kurz. Ich probiere mal was aus. Wenn wir jetzt hier so 5 Stück haben. Da die. Ich nehme jetzt einfach Importbus, ist ja egal. So. Und für die Leute, die hier gerade unter Umständen zugucken könnten. Ja, ich weiß, dass es gerade scheiße aussieht, aber ich will jetzt erstmal ein paar Kabel craften lassen, bevor ich gleich keine Kabel mehr habe und dann ein ziemliches Problem habe. Deswegen habe ich jetzt erstmal so unordentlich angeschlossen. Das Problem ist halt, ich kann keine Kabel craften, solange die Dinger nicht angeschlossen sind, weil die Maschinen gebraucht werden dafür. Ja. Ja. Also ganz ehrlich, wir können das auch in einer Reihe machen, oder? So, wenn wir das so machen, haben wir auch keine Kreisläufe. Was meinst du, Multi? Können wir auch das machen, ja. Ja, dann machen wir das so.
Gut, dann müssen wir das ganze Ding einen höher. Dann, wenn der Hammer mal dabei funktionieren sollte, funktioniert's nicht. Multi, du hast eine Electric Wrench, ne? Warte. Ja. Ich wollte gerade sagen, kannst die hast du kurz ins ME-System schmeißen? Bild dran, ne? Jo, danke. So. So. Fuschanbau. Geht gar nicht. So. Das heißt, wir würden jetzt. Wollen wir die Level-Emitter denn davor machen? Oder da drüber? Ich wollte da drüber machen, dass es kompakter ist. Okay, aber dann stoßen wir, glaube ich, eine Decke ran. Ein oder zwei weg von der Wand? Eine reicht, oder? Ja, eins reicht. So. Dann so, da die Input-Busse. Das ist ein ganz schöner Klotz dann. So. Was machst du eigentlich gerade, Multi? Packe hier asymmetrisch aus. Warum? Damit es schick aussieht. Auch wenn hier unten nie einer reingeht. Ich wollte gerade sagen, und anstatt mir einfach zu helfen. Könntest du, kriegst es aber gerade wunderbar alleine hin. Hofft er zumindest. Guck, und jetzt bin ich schon da und reise mit dir an. Naja. Wenn es denn mal funktionieren würde. Sag mich doch noch mehr. Ja, du stehst im Weg. Jetzt kommen die Ausreden. Ja. Kein Grund für Gewalt. Irgendwie habe ich das Gefühl, das war gut, dass wir den Raum noch ein bisschen höher gemacht haben. Hauptsache, fackel mich hier unten ab. So. So. Das wäre denn jetzt ein Klotz. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie wir den anschließen. Das einfachste wäre ja. So. Klack. Alter Schwede. Gut, dann wollen wir jetzt mal ausprobieren. Also, exportieren. Wollen wir dann wirklich 4000 und 2000 nehmen oder? Ja, sollte ausreichen. Okay, das heißt 4096. Na gut, dann sollte ich mal eventuell Stone, Dirt, Gravel, Cobble, was haben wir noch? Limestone vielleicht? Wobei Limestone wollten wir eventuell löschen, oder? Ja. Komm, naja, wobei, egal. Behalten wir Limestone. Oder? Ne, das kriegen wir nicht in relativ großen Mengen wieder rein. Dann nehmen wir Bissel Stone. So. Kannst du dir mal überlegen, wie wir das System jetzt hier an die Hauptleitung hier rankriegen? Ich glaube, das Einfachste wäre das Kabel hier einfach Kabel hin. Verlängern, oder? Jetzt hier einfach ein Kabel hin. Nein, ich will das ja extra nicht von der Crafting-CPU abhängig machen. Weil sobald wir an der Crafting-CPU dann irgendwas ändern, zerschießt uns das System. Warte. Nee, mit Kartoffeln komme ich näher ins Lagersystem. So, das heißt, sobald 4096 oder mehr, Redstone-Signal. 4096. Gravel. Ah, weißt du was, komm. Nehmen wir hier Koppel. Da Gravel, dann hier Dirt. 4096 und Abyssal Stone 4096. Bitteschön, da hast du deinen Kabelkanal. Na danke, schließ den an. So, Cleanstone. Cables. Active with Signal.
Koppel. So, also ich erkläre das gleich kurz, wie das jetzt hier ablaufen soll. Wenn das dann halt alles auch angeschlossen ist. Und ein bisschen. So. Kann ich es anschließen? Ja, kannst du machen.